Hey Leute, heute stelle ich euch ein Sky-PvP-Plugin vor. Das ist ein komplettes Sky-PvP-System. Hier gibt es auch noch eine MySQL-Variante. Das bedeutet, es ist das tupfengleiche Plugin, nur halt mit MySQL. So, ich würde sagen, wir downloaden uns dieses Plugin mal. Ich habe mir das Plugin mal installiert. Dort bildet sich ein Ordner. In diesem Ordner ist eine Config. Dort gehen wir mal rein. In der Config können wir hier mal den Servernamen einstellen, den Präfix und den Inventory-Präfix. Der Inventory-Präfix ist zum Beispiel bei den FreeScience, was da oben halt steht, und der Schildername, also das ist halt was auf dem Schild steht, hier ob man Fallschaden bekommen soll, auf True bekommt man Fallschaden, auf False eben nicht, ob man bei der Enderperle Schaden bekommen soll, auf True bekommt man es, auf False nicht, hier ob man einen Title bekommt, wenn man joint, True oder False halt, und dann halt was man für einen Title bekommt, und hier ob man eine Message in der Action Bar bekommen soll, entweder auf True oder False, und dann welche Message. Hier können wir die Nachricht einstellen, wenn jemand den Server verlässt. Hier, wenn jemand ihn betritt. Hier können wir, wenn jemand stirbt, die Nachricht aktivieren oder deaktivieren. Und hier können wir die Message einstellen, die kommt, wenn jemand anders gekillt hat. Und hier, wenn jemand so gestorben ist, irgendwo runtergeflogen ist oder so. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in-game wieder. So, jetzt sehen wir hier in-game. Ich schaue mal hier auf den Server. Und jetzt sehen wir auch schon hier, herzlich willkommen auf Your Server. Und wir sehen hier auch schon im Chat, dieser Warp existiert nicht, weil das Plugin will uns halt versuchen, wenn wir Join zum Spawn zu teleportieren. Und der existiert nicht, den müssen wir noch setzen. Und wir sehen hier auch die Join-Message. Das hier ist der Spawn, den setze ich jetzt dorthin. Das geht mit folgendem Command, /SkyPvP, set Spawn. So, jetzt haben wir den Spawn erfolgreich gesetzt. Und wenn wir jetzt nochmal rejoin, so, dann sehen wir auch jetzt, wir spawnen hier am Spawn. So, wir können natürlich jetzt auch /spawn machen, um wieder zurückzukommen. Dazu müssen wir aber 5 Sekunden warten und dürfen uns auch nicht bewegen, sonst wird der Vorgang abgebrochen. Sobald wir jetzt mal hier ein bisschen Suizid begehen, dann bekommen wir natürlich das Kit auch wieder. Automatisch, ohne dass wir es machen müssen. Und wir sehen, wir respawnen. Und wir bekommen das Kit wieder automatisch. Starter-Kit. Und wir sehen hier auch im Chat, Malgan ist gestorben. So, mit /Kit sehen wir alle Kits. Wir können hier uns auch ein Kit holen. Wir sehen hier bei /Stats auch noch unsere Statistiken. Wir können natürlich jetzt hier nichts abbauen. Das seht ihr hier zum Beispiel bei einer Fackel, wenn ich die jetzt versuche abzubauen. Das geht nicht, die kommt immer wieder, obwohl ich OP habe. Das kann ich euch ja mal zeigen. /OP, das geht, also ich bin OP, aber kann trotzdem nichts abbauen. Das geht mit folgendem Command, SkyPvP, Build. Und dann wurden wir in den Build-Modus gesetzt. So, und jetzt können wir hier im Build-Modus Sachen abbauen und natürlich auch wieder platzieren. Wir sind hier im Creative dann. Und wenn wir diesen Command natürlich wieder eingeben, dann wurde der Build-Modus deaktiviert und wir können keine Sachen mehr abbauen und nicht mehr platzieren, logischerweise. Wir können natürlich jetzt noch den Fallschaden und den Enderperlenschaden auch ingame ein- und ausstellen. Das geht mit /SkyPvP Enderperlenschaden an oder aus und mit /SkyPvP Fallschaden an oder aus. Das kann man aber auch in der Config erledigen. So, jetzt können wir natürlich auch mal ein Schild erstellen, wo man dann Free Items bekommt. Dazu gehe ich erstmal in den Baumodus und im Baumodus hole ich mir ein stinknormales Schild. So, jetzt habe ich hier ein Schild und das setze ich jetzt irgendwo hin, wo ich will. Zum Beispiel sagen wir es mal hier hin. Dann gebe ich hier in die oberste Zeile ein SkyPvP in Klammer natürlich. So, dann tun wir hier die ID eingeben, 276, ein Diamantschwert. Und dann wie viel man davon hat, 1. Also man bekommt immer 1. Jetzt klicken wir auf Fertig. Und wir sehen hier, wir haben hier ein Schild, können hier draufklicken und sehen hier SkyPvP gratis, können hier eins rausnehmen. Und wieder und wieder. Das war es jetzt eigentlich auch schon von der Plugin-Vorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich immer über ein Like und ein Abo. Und ich sage, ciao Leute, haut rein.